Ja, liebe Freundinnen und Freunde, Daniel hat schon genug dazu gesagt, warum wir genau heute dieses Thema Energiewende ins Zentrum unserer Debatte stellen. Ich komme direkt zur Berliner Ebene, denn da gibt es genug zu sagen, leider. 2014 laufen die Konzessionsverträge für Strom und Gas aus. Die Konzession für den Netzbetrieb hat Berlin 2003 ohne Ausschreibung an den Atomkonzern Vattenfall übergeben. Damit ist der Betrieb des Netzes in der Hand eines Konzerns, der gegen die Stilllegung von Atomkraftwerken klagt und um die Auslastung seiner Kohlekraftwerke besorgt ist. Das darf sich nicht wiederholen. Wir haben jetzt die Chance umzusteuern und diese Chance wollen wir nutzen. Deshalb heißt unser Leitantrag Energiewende jetzt und wir freuen uns, dass wir nicht allein sind, sondern dass es immer mehr Menschen in Berlin gibt, die es nervt, dass hier seit den 90ern nichts wirklich passiert ist in Richtung Energiewende. Energiewende gehört endlich in Bürgerhand. Dafür streiten wir gemeinsam mit dem Berliner Energietisch und vielen anderen Gruppen. Wir begrüßen und unterstützen das Volksbegehren des Berliner Energietisches Neue Energie für Berlin. Und ich freue mich, dass Stefan Taschner, der Sprecher der Initiatoren, heute hier ist und gleich auch noch selber zu euch sprechen wird. Wir unterstützen aber Stefan nicht nur mit Worten, sondern wir wollen auch tatkräftig unterstützen. Wir werden euch einen Vorschlag unterbreiten nach den Osterferien, keine Sorge, erst ist mal eine Pause fällig, einen gemeinsamen Aktionstag zu machen, wo wir in allen Bezirken das Volksbegehren unterstützen und Unterschriften sammeln wollen. Und darum geht es uns, wenn wir auf der Straße stehen. Wir wollen, dass Berlin bis 2050 vollständig mit erneuerbaren Energien versorgt werden kann. Bei der Stromversorgung wollen wir schon 2030 soweit sein und wir wollen, dass Berlin noch viel schneller, nämlich bis 2016, aus der Nutzung der Braunkohle aussteigt. Dass das alles möglich ist, wenn Brandenburg und Berlin sich gemeinsam konsequent anstrengen und diesem Ziel verschreiben, wird uns Axel Vogel gleich noch genauer darstellen. Wir wollen die Trennung vom Vattenfall, die Trennung der Netze von Vattenfall. Es kann nicht sein, dass dem Hauptversorger, einem Atom- und Kohlekonzern, die Netze gehören. Denn die Netze müssen endlich ein Werkzeug für die Energiewende sein. Und das geht nur, wenn sie klar auf ökologische und soziale Zwecke ausgerichtet werden. Berlin soll endlich weniger Energie konsumieren, dafür aber mehr erneuerbare Energie produzieren. Und es freut uns deshalb insbesondere, dass der Berliner Energietisch unser Konzept eines Klimastadtwerks mit in das Volksbegehren übernommen hat. Wir wollen ein öffentliches Unternehmen gründen, das einen Kapitalgrundstock aus öffentlichen Geldern erhält, das aber auch selbst Kredite aufnehmen kann. Damit wird es endlich möglich werden, die 10.000 öffentlichen Gebäude Berlins, überwiegend Energieschleudern, energetisch zu sanieren, moderne Blockheizkraftwerke. Moderne Blockheizkraftwerke in den Keller zu bauen und Solaranlagen auf die Dächer. Und das ist erst der Anfang. Ein solches Klimastadtwerk kann nach und nach zu einem integrierten Energiedienstleister werden, der auch Private berät und bei Sanierungen unterstützt. Das Volksbegehren ist so gut, weil es genau zur richtigen Zeit kommt, denn es zwingt den Senat, endlich Antworten zu geben. Es stößt die überfällige Diskussion an. Oh, mit einer Minute komme ich nicht an. Komme ich nicht raus. Du hast sechs. Danke. Und der Senat wird endlich die Frage beantworten müssen, was sind denn die Alternativen? Wie gelingt es denn, mit Hilfe von Verträgen in Richtung Energiewende zu steuern? Wie kann mehr Transparenz und demokratische Kontrolle gewährleistet werden? Wie kann die Energiepolitik stärker an sozialen Zielen und auch am Gemeinwohl ausgerichtet werden? Liebe Freundinnen und Freunde, wir waren immer dann am stärksten und am erfolgreichsten, wenn wir breite Bündnisse für unsere Ziele schmieden konnten. Erinnert euch an Klingenberg. Wir haben es schon geschafft, ein Kohlekraftwerk mit so überraschenden Bündnispartnern wie CDU, FDP und Umweltverbänden gemeinsam zu verhindern. Ohne jemand auf die Füße treten zu wollen, hat uns damals mit einigen der Verbündeten nicht mehr verbunden als ein taktisches Interesse und ich meine nicht die Umweltverbände. Heute dagegen haben wir die Chance, ein Bündnis mit Gruppen zu schmieden, denen es tatsächlich um dieselben Ziele geht und für die auch wir streiten, nämlich die Energiewende in Berlin endlich selbst in die Hand zu nehmen und einzuleiten. Und dieses gemeinsame Ziel steht für uns im Vordergrund. Deshalb sollte es uns nicht stören, dass es bei der Frage der Instrumente und der Wege, die zu diesem Ziel führen, unterschiedliche Einschätzungen gibt und auch verschiedene Wege. Rekommunalisierung der Netze ist für uns kein Selbstzweck, das haben wir immer gesagt.
Sie ist ein möglicher Weg, es gibt aber andere und aus energiepolitischer Sicht womöglich sogar bessere Wege. Wir können uns auch eine Vergabe an unabhängige, ökologisch ausgerichtete Netzbetreiber vorstellen oder die genossenschaftliche Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern oder auch eine Kombination dieser Modelle. Entscheidend ist für uns, welches dieser Instrumente uns am Ende dem gemeinsamen Ziel näher bringt. Wir wollen gemeinsam den Senat unter Druck setzen und noch breitere Bündnisse schmieden. Und deshalb freue ich mich, dass es noch weitere Initiativen gibt. Eine davon haben wir heute eingeladen, eine Genossenschaft, die ebenfalls schon Erfahrung damit gesammelt hat, wie es ist, wenn Bürger die Netze selbst in die Hand nehmen. Und es sind Bürgerinnen und Bürger, die dann selbst bereit sind, ihr privates Geld anzulegen, um die Netze zu übernehmen. Wenn das gelingt, dann haben wir nicht nur eine quasi eingebaute demokratische Kontrolle, sondern wir hätten einen Netzbetreiber, der sich selbst dazu verpflichtet hat, die nötigen Investitionen in den Umbau der Netze so rasch wie möglich vorzunehmen und auch einen Teil der Gewinne direkt in Projekte für die Produktion von erneuerbarer Energie zu reinvestieren. Und das Geld, das mit dem Netzbetrieb verdient wird, bleibt in der Region. Der Genossenschaft geht es um die Energiewende genau wie uns. Sie sieht dafür verschiedene Wege, genau wie wir. Und sie hat sich aufgemacht, um einen dieser Wege möglich zu machen, gemeinsam mit allen anderen, denen es ernst ist mit der Energiewende. So und nicht anders können wir den Senat stellen und so und nicht anders werden wir den nötigen Druck erzeugen, damit Berlin endlich nicht mehr Schlusslicht bei den Erneuerbaren ist. Und deswegen bitte ich euch um Unterstützung für euren Antrag und danke euch.